Neben mir sitzt jetzt ein Motorrad-Rennfahrer, Stuntfahrer, Moderator von Grip. Das ist der Jens Kuck von Grip, dem Motormagazin. Wir sitzen jetzt hier hinter einem Roller und das hat einen besonderen Grund. Du hast mit Rollern angefangen, deine gesamte Vollgaskarriere. Mit den Rollern hat alles angefangen. Und meine Mutter hat damals gesagt, wo ich da mit so einem gebündelten Haufen Teile angekommen bin: Bis morgen ist der Schrott weg, sonst schmeißt sie es weg. Und ich habe mich durchsetzen können irgendwie, wie es auch immer funktioniert hat. Und wir haben wirklich super viel Roller frisiert. Das wurde ja früher frisiert, nachher getunt, wo wir dann besser waren. Ja, und da hat man sich schon so ein bisschen Namen gemacht. Aber das war eigentlich so die Basis von allem hier. Es sind ja alles gebürtige Aachener gewesen. Wer Aachen kennt, also die Hochschulstadt RWTH. Wir hatten für jedes Teil, für jede Anforderung sogar ein spezielles Institut. Und da haben wir richtig tolle Fahrzeuge bauen können. Halt Motortuning vom Feinsten. Wir haben so mit den ersten Roller gebaut, mit einer Auftragsschweißung, wo dann nachher ein 180 Kubik Gilera-Zylinder verbaut wurde, das ganze Reverse. Die Kühlrippen wurden entfernt, es wurde ein Alumantel drum gelegt, verschweißt, elektrische Wasserpumpe, Kühler vorne dran. Also wir waren richtig massiv unterwegs da. Und dann hast du gesagt, damit kann man nicht um die Ecke fahren. Was war denn dein erstes Motorrad, das dich so richtig angefixt hat? Ja, so mein allererstes Motorrad, das war eine GPZ 500S. Also dann kam irgendwann der Punkt, wo man natürlich viel zu schnell auf der Straße war. Und dann hat irgendeiner gesagt, also weißt du was, fahr du mal auf die Rennstrecke und probier das lieber mal da, weil da lebst du länger. Und das habe ich dann auch so gemacht. Da bin ich eigentlich stetig dabei geblieben. Und dann ist das erste Rennmotorrad gekommen, eine 250er. Und so hat das alles so seinen Lauf genommen. Ja, und jetzt bist du bei Grip. Als was kann man dich da erleben? Bei Grip bin ich im Prinzip der Motorradspezialist. Also immer, wenn es um Motorräder geht, dann sieht man mich da. Und ich lebe halt da jetzt meinen Traum weiter. Zur Show hier, Speedbike-Show in der Motorshow. Das ist ja Sabine Weltes Kind. Das hat sie vor ein paar Jahren begonnen. Wie findest du die Show bestückt? Die ist ja eine schöne Mischung aus allem. Welcher Bereich wäre am ehesten für dich? Also die Mischung ist super. Mein Ding ist es halt mehr so, sind halt mehr die Sportmotorräder nach wie vor. Es gibt allerdings was, ich müsste es halt ausprobieren, bei irgendwie so ein Cruiser, wo man komfortabel sitzt, wo man vielleicht auch mal fahren kann, ohne dass man nach einer Stunde in die Notaufnahme muss wegen Rückenproblemen oder so. Da könnte ich mir auch vorstellen, mal sowas zu fahren. Du wirst doch jetzt nicht alt, oder? Niemals, niemals.